Friends und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin aktuell zu Hause schon für die Weihnachtszeit. Wir haben es gerade den 18. oder 19. Dezember oder so. Es ist auf jeden Fall Montag. Und ja, da ich keine Präsenzveranstaltung mehr in der Uni habe, wo ich diese Woche hin muss, bin ich einfach schon nach Hause gefahren am Freitag. Und kann jetzt hier ein bisschen die Vorweihnachtszeit verbringen. Ich freue mich mega, es ist echt richtig, richtig schön. Aber weil ich eine Online-Vorlesung habe und sowieso noch ein bisschen was für die Uni zu tun habe, bin ich heute früh aufgestanden und werde in die BIP fahren. Mit ein paar Freundinnen von hier. Machen wir so ein bisschen Coworking und so. Und ja, ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal bei so meinem Alltag mit und wünsche euch ganz viel Spaß beim Angucken des Videos. Und ansonsten habe ich heute auch noch was mit Leonie ausgemacht. Wir treffen uns zum Backen und gehen dann noch ins Kino. Tribute von Panem. Ich habe voll Bock. Ich war ewig nicht im Kino. Und ja, das ist der Plan. Erstmal noch vormittags produktiv sein und dann nachmittags ein bisschen Spaß. Ich mache mir so einen Kaffee zum Mitnehmen, packe meine Tasche. Dann geht's los. Ja, sieht doch super aus. Hallo, ich bin zurück aus der BIP. Wir waren danach noch auf dem Weihnachtsmarkt, haben Langosch gegessen. Das war richtig schön. Und ich habe in der BIP eine Mikrobiologie-Vorlesung gemacht und dann noch ein bisschen das nachgearbeitet. Und ja, dann bin ich nach Hause gefahren um 2:30 ungefähr und jetzt schon 3:50 und ich bin ja um 16 Uhr mit Leonie zum Backen verabredet. Das heißt, ich musste eigentlich auch schon gleich wieder los. Ich habe einfach hier kurz einen Kaffee getrunken, gechillt und jetzt nochmal mich an Pharma gesetzt. Aber das werde ich sowieso nicht mehr fertig kriegen. Und ich habe auch morgen noch Zeit und so, deswegen alles ganz entspannt und ich freue mich jetzt richtig, noch Leonie zu sehen und ich glaube, dass der Film richtig cool wird. Ich bin total gespannt. Genau, so der Plan. Hallo, ich bin bei Leonie. Hallo, ich bin auch bei mir. Und wir backen zwei Schoko, Vanillekipferl ohne Vanille. Wow. Und unsere Nusshörnchen, wo ich letztes Mal das Rezept vergessen habe. Die Infobox zu machen. Da haben mich schon Leute angeschrieben, ja, dass ich es posten soll, weil ich es nicht geschafft habe. Oh Mann, ey. Du kennst mich ja, ich wäre da ja absolut im Start gewesen. Ding. Ja, auf jeden Fall. Scheiße. Girl Dinner. Scheiße. Sind die verbrannt? Ich so gar nichts. Oh Gott, nee, was ist jetzt passiert? Hä, wieso? Jetzt sind es halt Tala. Ich will jetzt nur Nougat-Dinger reinmachen. Nicht schlimm, komm. Ja, der kannst du drüber. Ja. Automatisch abschalten. War geil. Leon, war geil. Wir fanden was. Also wirklich, Leute, Empfehlung. Ja. Wirklich. Es lohnt sich, in den Film zu gehen. Marieke erschreckt sich dann auch teilweise währenddessen so und wirft ihre Gliedmaßen umher. Ich bin richtig zusammengezogen. So, aber es mal, lohnt sich. Wir geben eine 9 von 10 und ich finde auch nicht, dass es zu lang ist. Leonie Fans hat sich bis jetzt okay, nur 3 Euro. Ist ja geil. Hey. Hallo, ich habe auch Bargeld. Nee, du bist gefahren, ich zahle das Parkhaus. Okay. So, ich lade dich heute ein. Kein Ding. Wow. Boah, 5 Euro, kriegst du jetzt aber nicht mehr. Ihr Lieben, bevor es jetzt mit diesem Video weitergeht, wollte ich euch darauf aufmerksam machen, dass ich aktuell wieder einen Code für BookBeat habe, beziehungsweise ich habe ja jetzt schon in 2023 viel mit BookBeat zusammengearbeitet und bin ganz happy, dass wir das auch dieses Jahr machen, weil ich muss sagen, ich bin und bleibe ein großer Fan von dieser App. Für alle, die BookBeat nicht kennen, das ist eine App, die ihr euch runterladen könnt und da kriegt ihr Zugriff auf Online-Hörbücher und auch Wissensbücher, also da gibt es eine riesengroße Auswahl. Ich zeige euch das gleich alles auf meinem Handy. Und ich finde, Hörbücher sind sowas Schönes, um einfach abzuschalten, ein bisschen in eine andere Welt einzutauchen, den Kopf freizukriegen und mal so, keine Ahnung, sich so vollkommen zu distanzieren. Ich mag das richtig gerne. Ob
das jetzt, keine Ahnung, zum Einschlafen ist. In der Prüfungsphase habe ich immer richtig Probleme mit dem Einschlafen, weil ich da irgendwie so viel über die Uni nachdenke. Oder auf Reisen oder einfach mal so, wenn man sich entspannen will, finde ich das echt super, super cool. Und mit meinem Code, den ich euch hier einblende, kriegt ihr das Ganze für 60 Tage kostenlos. Das heißt, das ist ganz unverbindlich, ihr schließt ja kein Abo ab oder sowas. Das könnt ihr im Nachhinein natürlich gerne machen, weil die haben auch richtig coole Studentenangebote, dass wir da nicht so viel zahlen müssen. Genau, aber ich schreibe euch alle genaueren Infos nochmal in die Infobox und den Link und so, dann könnt ihr da vorbeigucken. Bei mir sieht das Ganze jetzt so aus. Wie ihr sehen könnt, höre ich gerade Dare to Trust von April Dawson. Das finde ich auch richtig cool und was natürlich auch mega ist, dass man die sich runterladen kann. Dann braucht ihr auch kein Internet, um die ganzen Bücher zu hören. Und hier seht ihr, was für Bücher ich mir da sonst noch runtergeladen habe. Es gibt eine so große Auswahl. Es gibt unter anderem Bücher von Benedikt Welz. Ich liebe Benedikt Welz. Dann finde ich aber auch Lili Lucas oder hier gibt es auch die Save Me-Reihe und die Westwell-Reihe. Habe ich auch beide gelesen. Finde ich einfach richtig cool. Und was ich auch mega gut finde, ist, dass man immer so neue Bücher empfohlen kriegt. Zum Beispiel hier, das kenne ich noch gar nicht, von Mona Carsten, Fragile Heart. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich das dann als nächstes mir mal anhören werde. Und ja, ansonsten findet man hier auch immer richtig viel Inspiration. Fourth Wing habe ich mir jetzt auch erst zu Weihnachten gewünscht. Und ja, also es ist mega cool. Es gibt unterschiedliche Kategorien. Man kann sich auch Bücher auf Englisch anhören, falls ihr ein bisschen eure Sprachkenntnisse auch gleichzeitig verbessern wollt. Also einfach eine richtig coole App und ich bin sehr obsessed und ganz happy, dass ich die so viel benutze. Tuesday. Boah, ist irgendwie richtig fertig aus. Ich finde auch, man ist mittlerweile wieder so blass. Richtig nervig. Aber naja, ich habe heute sehr schön ausgeschlafen und dann ein bisschen was für die Uni gemacht. Und jetzt habe ich mich so ein bisschen ready gemacht, weil ich mit meiner Mama einen Tannenbaum kaufen gehen werde. Und dann gehen wir noch einkaufen. Und ja, ich habe mir heute extra den Tag freigenommen, weil ich ein bisschen so mit meiner Mama den verbringen wollte. Wir müssen ein paar Weihnachtspakete ready machen und so Stuff erledigen. Und ja, ich habe ansonsten auch ein bisschen was für die Uni zu tun und so, aber alles ganz relaxed heute einfach mal. Tut mir auch richtig gut und ja, wie schon gesagt, Leute, der Film gestern war so toll. Wirklich, es war der beste Film, den ich dieses Jahr geguckt habe im Kino. Deswegen, wenn ihr Bock auf Kino habt, ist ja gerade die perfekte Zeit. Geht auf jeden Fall rein. Ich kann es highly recommenden. Und ja, ich denke, wir düsen jetzt mal los. Wir sind richtig fleißig am Backen hier. Wir machen einmal so tunesische Haselnussröllchen. Dann Mandelkugeln. Die sind gerade hier. Das ist eine Marzipanrohmasse. Hier sind noch die restlichen Mandelröllchen. Und dann machen wir noch Butterplätzchen und Florentina. Genau. Ich habe heute Nachmittag eigentlich nur noch ein bisschen Uni gemacht und ja, relaxed. Das ist ganz schön. Oh Mann, er ist so süß. Good morning and happy 2024. Oh mein Gott, Leute. Frohes neues Jahr wünsche ich euch. Es ist das erste Mal, dass ich mich in diesem neuen Jahr bei euch melde. Ich weiß gar nicht, ob das ein neues Video ist. Wenn ja, hello friends, willkommen zu einem neuen Vlog. Falls nicht, dann geht es jetzt einfach an der Stelle weiter. Ich glaube, ich werde nämlich zu was dazuschneiden, was ich schon so ein bisschen über Weihnachten gefilmt hatte. Aber ja, Leute, wie crazy. Es ist jetzt einfach 2024. Ich hoffe, ihr hattet wunderschönes Weihnachten, wunderschönes Silvester, konntet die Zeit ein bisschen genießen und wart nicht zu gestresst. Ja. Ich wollte mich an der Stelle auch einfach nochmal bedanken für das letzte gemeinsame Jahr. Ich fand, es war für mich auf jeden Fall echt mit eines der heftigsten Jahre, die ich erlebt habe. Es ist so viel passiert. Ich habe so ein Recap-Video für Instagram geschnitten letztens und dann habe ich mir das so angeguckt und war so, was ein verrücktes Jahr und was für ein tolles Jahr. Und ja, ich habe auf jeden Fall Bock auf 2024. Ich habe vor, alles so weiterzumachen wie bisher.
Ja, ich habe auch voll Lust jetzt in nächster Zeit, vielleicht mache ich es sogar heute noch. Ich glaube, ich mache es heute noch, ein Sit-Down-Video zu drehen. Einfach so ein kleines Update-Video, weil ich das Gefühl habe, dass wir lange nicht mehr gequatscht haben und so ein bisschen über meine Situation reden, wie es aktuell ist und alles. Oh mein Gott, fängt es gerade an zu regnen. Nö, es fängt an zu regnen. Genau, heute ist nämlich der wie viel ist denn heute? Let me check. Ist heute Donnerstag, der 4. Januar und ich habe Silvester in Ischgl gefeiert und bin am Montag zurückgekommen. Genau, und jetzt muss ich echt ein bisschen mit Uni durchziehen leider, weil ich habe am 23. Januar eine Prüfung, nächste Woche noch einen Vortrag und dann im Februar kommen halt die ganzen Prüfungen bei mir. Ich glaube, das wird schon sehr anstrengend, deswegen habe ich jetzt auch angefangen, hier, wenn ich bei meinen Eltern bin, einmal morgens mich ready zu machen, aus dem Haus zu gehen und zu lernen. Das heißt, ich habe es mir angewöhnt. Ich habe es legit gestern einmal gemacht und fand, es lief ganz gut, deswegen werde ich es heute wieder machen. Genau, es ist jetzt nämlich 8.30 Uhr. Und weil die Stadtbibliothek bei uns zu bescheuerte Öffnungszeiten hat, die macht, glaube ich, erst um 12 oder um 1 auf, gehe ich immer in so einen Kaffee, das halt schon um 8 aufmacht. Und da werde ich jetzt wieder hinfahren. Da lerne ich dann immer so bis mittags, dann komme ich nach Hause. Dann werde ich was zum Mittag essen. Und am Nachmittag mache ich einfach noch hier ein bisschen was und habe auch noch andere Dinge zu tun. Ich muss auch Sachen packen, weil ich mit meinen Eltern nochmal Skifahren gehe. Und genau, ich dachte mir, ich nehme euch wieder ein bisschen einfach mit in meinem Alltag. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen dieses Videos und wünsche euch einen wunderschönen Start ins neue Jahr. Und hoffe, ihr werdet alles das Beste draus machen. Ihr Lieben, ich bin zurück. Es ist so windig, ich melde mich dran. So, ich war jetzt circa, ich weiß gar nicht, 3 Stunden. Lernen. Ich habe eine Mikrobiologie-Vorlesung gemacht zu HIV-Viren und das Klischee wiederholt, was ich gestern gemacht hatte. Ich werde aber heute Nachmittag auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Jetzt machen wir erstmal Mittagessen. Flammkuchen. Richtig geil. Gab es gestern auch. Ich habe mir gerade so geil Me-Time gegönnt. Ich habe noch ein bisschen gelernt und dann war ich so, was könnte ich jetzt gerade machen, dass ich mich besser fühle? Weil irgendwie habe ich mich so ein bisschen hängig gefühlt einfach. Und ich habe überlegt, laufen zu gehen, aber es ist total nass und matschig. Und dann habe ich einfach ein Bad genommen und es tat so gut. Ich lag ewig in der Wanne, habe gelesen, mein Buch ist jetzt fast fertig. Ich lese aktuell Blackwell Palace von Isla Date. Ich finde es zum Teil ein bisschen crazy, aber eigentlich ganz gut. Ich bin auch schon fast durch. Ich werde es jetzt gleich fertig lesen. Ich mache mir gerade einen Tee und dann werde ich noch mal lernen ein bisschen. Dann muss ich gleich eigentlich noch mal zur Post gehen, weil ich dann noch was abgeben muss. Das ist der Plan. Richtig entspannt. Es ist gerade 17 Uhr und dann muss ich auch noch, oh mein Gott, ich muss noch mal einen Koffer packen. Jetzt immer ein Skiurlaub geht. Ich mache gerade Abendessen. Es war einfach eine Gemüsepfanne mit Tofu und dann haben wir noch Bohnen da, die habe ich auch gekocht. Und ja, dazu werde ich wahrscheinlich noch Nudeln oder Reis oder so machen. Und einen kleinen Dip. Nom. Guten Morgen, ihr Lieben. Happy Friday. Ich habe mich gestern Abend ja gar nicht mehr gemeldet. Wir haben auch einfach nur noch Fernsehen geguckt. Wir haben Herr der Ringe zu Ende geguckt, den ersten Film. Ich habe es zum ersten Mal geschaut. Ich muss sagen, ich war irgendwann leider nicht mehr so ganz aufmerksam, was ich schade finde, weil an sich fand ich ihn eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich werde ihn auch einfach nochmal gucken. Gibt es ja bei Amazon Prime. Und genau, aber wir sind auch relativ früh ins Bett gegangen, weil heute Morgen bin ich wieder früh aufgestanden, habe ein bisschen gelernt und muss jetzt noch ein Rezept abholen gehen und zur Post, deswegen ich im Auto sitze. Dann muss ich meine Sachen packen, weil wir ja nachher in den Skiurlaub fahren. Und ansonsten bin ich noch zum Brunchen verabredet, weil wir erst heute Nachmittag fahren.
meine Mom und mein Dad auch beide heute noch arbeiten müssen. Mein Bruder kommt auch erst später, aber dann fahren wir alle zu viert. Richtig schön. Ich freue mich auf ein bisschen Family Time nochmal in die Berge. Noch meine Tante, meine Cousine und der Sohn von meiner Cousine, mein Patenkind, kommen auch mit. Oh Leute, ich finde das so schön. Ich bin richtig froh, dass ich dieses Jahr mit denen mitfahren kann. Aber ja, jetzt werde ich erstmal die Dinge erledigen. Und dann treffe ich mich mit den Mädels. Gehen wir schön frühstücken, habe ich auch richtig Lust drauf. Und dann muss ich noch fertig packen. Aber das ist so der Plan für heute. Ich bin zurück vom Frühstücken. Es war sehr lecker, aber die Portionen waren nicht ganz so groß. Aber ich hatte so eine Stulle mit Rote Beete, Hummus und Avocado. War richtig lecker. Und jetzt habe ich noch ein bisschen gelernt. Ich schreibe noch ein paar Anki-Karten für Pharma, bevor wir losfahren. Und ja, gepackt habe ich auch. Und jetzt fahren wir dann gleich nach Innsbruck. Lieben, ich melde mich ein bisschen aus der Zukunft. Mittlerweile ist ja schon Mitte Januar. Lol, ich hoffe aber, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ich wollte euch nochmal daran erinnern, bei BookBeat vorbeizugucken. Und ja, ich bin aktuell wieder fleißig am Vloggen. Könnt euch freuen, es kommen wieder Videos. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video. Bye, bye.